Ich warte immer noch auf die Zusammenfassung der Wall Street Analysten über die unglaubliche Leistung, die wir im FSD V12 Stream von Elon Musk Ende August sehen konnten. Ausschließlich mit Videos trainierte neuronale Netzwerke, die alleine dadurch lernen, ein Auto zu fahren. 300.000 Zeilen Code wurden um 99% reduziert, indem die regelbasierte Programmierung durch mehrere neuronale Netze ersetzt wurden. Warum dieses Ereignis in die Geschichte eingehen wird, zeige ich dir in diesem Video. Werde Abonnent meines Kanals für noch mehr wissenswerte Videos. Es würde mir sehr helfen, meinen nächsten Meilenstein von 1000 Abonnenten zu erreichen. Moin, Mahlzeit, Abend, wann auch immer du das Video schaust. Ich bin Rabbi von Cyber Gigafactory. Los geht's. Abgeliefert mit Ankündigung. Ich zeige dir einen Clip vom Tesla AI Day 2021, als sie uns gesagt haben, was sie vorhatten. Dieses Ziel wurde allerdings früher erreicht, als ich erwartet habe. Aber besonders bei Tesla ist es immer ratsam, solche Events genau zu studieren, um die ganz besonderen Kleinigkeiten herauszuhören. Schauen wir es uns kurz an. I think we should be able to train Panda networks on Dojo or any GPUs. It's really invariant to the platform. And I think if anything, once we make this entire thing end-to-end, it'll be more efficient than decoding a lot of these intermediate states. So it should be able to run faster if you make the entire thing end-to-end neural networks. Hast du das gehört? Ashok Elaswamy sagte, wenn wir das Ganze end-to-end gemacht haben, sie haben es uns schon vor 2 Jahren gesagt, dass dieser Tag kommen wird. Certainly, end-to-endness and is the guiding principle behind a lot of the network developments. And over time in the stack, neural networks have taken on more and more functionality. And so we want everything to be trained end-to-end because we see that that works best. But we are building it incrementally. So I think that's definitely where this is headed. Yeah. Andre Karpathy fügte noch hinzu, neuronale Netzwerke haben mit der Zeit immer mehr des FSD-Stacks ersetzt. Und wir wollen alles end-to-end trainieren. Als ich das damals gehört habe, habe ich zwar verstanden, was sie vorhatten, aber ich hätte nie gedacht, dass sie so schnell zu diesem Ziel kommen. Aber sie waren sich schon damals ziemlich sicher, dass sie genau auf dieses Ziel hinarbeiten werden. Dass es nur 2 Jahre dauert, war zumindest für mich eine schöne Überraschung. Im Livestream von Elon, den du gerade siehst, konnten wir dann das bisherige Ergebnis sehen. Ich habe es mir mehrere Male angeschaut, um genau zu sehen, wie sich das Auto in unterschiedlichen Situationen verhält. Und meiner Meinung nach war die Fahrt sehr überzeugend. Bis auf den einen Fehler an der Ampel hat das Auto so reagiert, wie ich es auch getan hätte. Elon Musks X-Storm. Es gab viele Kommentare dazu und vor allem zu den Fähigkeiten von FSD V12, die hier gezeigt wurden. Erst einmal eine direkte Frage an dich. Schreib mir deine Antwort gerne in die Kommentare. Welcher CEO reagiert auf Kommentare und Kritik seines Unternehmens und deren Produkte wie Elon Musk auf X? Mir fällt da keiner ein. Dir? Du wirst gleich sehen, was ich meine. Wir gehen mal ein paar davon durch. Der erste kommt von Robert Scoble, einem Tech-Schriftsteller und ehemaligen Innovationsstrategen unter anderem für Microsoft, mit einem überdurchschnittlichen Wissen über künstliche Intelligenz. Unsere Welt hat sich heute Abend verändert. In 10 Jahren werden wir auf die erste öffentliche Demo zurückschauen, die einen Roboter zeigt, der nur durch Videos gelernt hat, sich in der Welt zu bewegen. Das ist ein Paradigmenwechsel, wie Software aufgebaut wird. An einem Punkt hat Elon Musk übernehmen müssen, weil die KI einen Fehler gemacht hat. Er sagte, die Lösung dafür ist, der KI mehr Videos zu füttern. Multimodale KIs sind hier. Multimodal bedeutet übrigens sinnesübergreifend, also mit mehr als einem Sinn. ChatGPT war zunächst nur mit Text nutzbar, aber die neueren Versionen können auch Bilder, Videos und Musik nutzen und erstellen. Voll skaliert. Das beschleunigt für mich den humanoiden Roboter. Stell dir vor, du könntest deinem Roboter zeigen, wie er Großmutters Rezept zubereiten muss und dann kann er es jeden Abend für dich kochen. Aber wir wissen ja, der Tesla-Bot ist nur ein Wunschtraum und Tesla nur ein Autohersteller. Daher müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, oder? Dazu empfehle ich dir mein Video über die 12 Billionen Dollar Chance, die der Tesla-Bot mit sich bringt. Ich verlinke es dir oben rechts in der Infocard. Elon hat darauf Folgendes geantwortet. Eine akkurate Einschätzung. Was auch unglaublich ist, ist, dass die benötigte Leistungsaufnahme für 8 Kameras mit 36 Bildern pro Sekunde nur ungefähr 100 Watt auf unserem Tesla-designten Chip beträgt. Diese mickrige Energie ist ausreichend, um eine übermenschliche Fähigkeit zu erreichen. Um kurz zu erklären, warum das so unglaublich ist, ohne zu technisch zu werden. Weil dieses System ausschließlich mit Videos trainiert wurde, konnten fast 300.000 Zeilen Heuristik-Code entfernt werden, was die gesamte Berechnung viel effizienter macht. Weiter im Text. Es macht einen großen Unterschied, dass wir mit Int 8 laufen. Das ist sehr viel energiesparender als FP16. Ich weiß,
Das ist doch ziemlich technisch, aber ich versuche es kurz zu erklären. Es geht hier um die Genauigkeit von Ergebnissen. Int 8 beschreibt eine Zahl, die in 8 Stellen des Binärsystems passt, also ein Byte. Man kann mit ihr bis zu 255 Werte beschreiben. FP16 beschreibt dagegen eine Zahl mit Nachkommastellen, die in 16 Stellen Binärsystem passt, also mit 2 Byte genau doppelt so groß ist. Keine Sorge, wenn du das nicht auf Anhieb verstehst, ich habe auch eine Weile gebraucht. Aber es ist auch nicht wichtig für die Kernaussage. Es geht darum, dass sie die Größe der Werte ihrer neuronalen Netze halbiert haben, was die Berechnung beschleunigt und effizienter macht. Das war auch mit Abstand der technischste Teil. Weiter im Post. Aber denk mal eine Minute drüber nach. Int 8 gibt dir einen numerischen Bereich von 0 bis 255 und trotzdem kann das Auto die unglaubliche Komplexität der Realität verstehen, um selbst zu fahren. Ein paar Einschränkungen. Übermenschliche Fähigkeiten benötigen Milliarden Dollar pro Jahr in Rechenleistung und Speicherplatz. Abgesehen davon noch eine unvorstellbare Menge an gefahrenen Meilen. Tesla hat über 4 Millionen Autos auf der Straße, die KI trainieren können. In ein paar Jahren werden es ungefähr 10 Millionen sein. Falls du dich fragst, was genau ein paar Jahre sind, laut meinem DCF-Modell zwischen 2027 und 2029. Und jetzt ein Post von einem meiner Lieblings-YouTuber, Farzad Mesbahi. Denk an die Anzahl an Rewrites, also zentralen Umbauten, die Tesla durchführen musste, um ein Auto selbst fahren zu lassen. Nur mit neuronalen Netzwerken, Videos und Kameras. Und denk jetzt daran, wie resistent die anderen sein werden, ihre nicht auf Kamera basierten Systeme neu zu schreiben und zu strukturieren. Es fühlt sich an wie ein Game Over. Und hier die Antwort von Elon Musk. Real-World AI zu lösen war ein unglaublich schweres Problem. Was offensichtlich heißt, wenn alle anderen Firmen entscheiden, sie wollen zu Tesla aufholen, müssen sie nur den magischen Tesla-Einholen-Knopf drücken. Denn um unglaublich schwere Probleme zu lösen, muss man einfach den zugehörigen Knopf drücken. Das ist natürlich ein Scherz, aber er wird der Konkurrenz große Schwierigkeiten bereiten. Unterschied V11 und V12. Für ein untrainiertes Auge scheint die Fähigkeit von FSD V12 im Gegensatz zur aktuellen V11 Beta ähnlich zu sein. Für ein trainiertes Auge mag sie sogar schlechter sein, denn V11 wäre der Fehler mit der Ampel nie passiert. Im Großen und Ganzen war es aber eine unauffällige Fahrt. Warum sind dann einige YouTuber unserer Community so überwältigt von diesem Video? Den gewaltigen Unterschied zwischen V11 und V12 kennen nur die wenigsten. Auch wenn ich kein Machine Learning Spezialist bin, versuche ich diesen einmal darzustellen. V11 besteht auch schon zu größeren Teilen aus neuronalen Netzwerken, um bestimmte Teilaufgaben zu erledigen. Aber er besteht weiterhin aus über 300.000 Zeilen menschengeschriebenen Programmiercode. Dieser beinhaltet Regeln wie zum Beispiel: Wenn du ein Stoppschild erkennst, fahr zur Linie, halte dort komplett an und wenn dann kein Auto kommt, fahr über die Kreuzung. In der Programmierung solcher Regeln werden spezielle Anweisungen genutzt, um diese darzustellen. Die einfachsten hast du vielleicht schon einmal irgendwo gehört. Sie heißen zum Beispiel If-Abfrage oder While-Schleife. Davon gibt es natürlich noch mehr, aber damit langweile ich dich jetzt lieber nicht. Wenn wir jetzt die vorher genannte Regel abfragen, wird diese Abfrage oder Schleife immer wieder durchlaufen, bis sie zutrifft und dadurch ein weiteres Ereignis anstoßen wird. In unserem Fall an der Stopplinie stehen zu bleiben. Das alles kostet Rechenleistung. Da unser Auto aber tausende solcher Regeln immer wieder abfragen muss, summiert sich das schnell. Und man sieht alleine an der Anzahl an Codezeilen, wie weit sich das bereits aufgeschaukelt hat. Ein neuronales Netzwerk, das durch Machine Learning trainiert wurde, arbeitet völlig anders. Es würde zu weit führen, wenn ich hier Machine Learning und neuronale Netze erkläre. Zudem bin ich auch hier kein Spezialist, nur weil ich schon viele Videos darüber gesehen habe. Aber ich versuche es mal auf hoher Flughöhe zu erklären. Einem Computer werden Unmengen an Videos gezeigt, die von Menschen annotiert sind, also bei denen bereits Stoppschilder, Fahrspuren, Fahrradfahrer, Autos und so weiter gekennzeichnet sind. Diese Videos zeigen die Bilder der 8 Kameras eines Teslas und wie dieser eine bestimmte Situation erfolgreich meistert. Also zum Beispiel ein Stoppschild, an dem das Auto an die Linie fährt und dann dort stehen bleibt, bis kein Auto seinen weiteren Weg kreuzt. Von dieser Situation zeigt man dem Computer jetzt tausende unterschiedliche Möglichkeiten. Je nach Fall zusätzlich noch Millionen weitere simulierte. Anhand dieser Videos lernt dann das neuronale Netz, wie sich das Auto zu verhalten hat, wenn es dieses Schild sieht. Je besser die Quelldaten sind, desto besser wird auch das gelernte Ergebnis. Videos von Autos, die einfach ein Stoppschild überfahren, würden dieses Ergebnis verschlechtern, denn das Auto wüsste nicht, welche Handlung erwünscht ist. Die Stoppschilder in Amerika sind völlig anders als die in Deutschland.
Sie sind eher vergleichbar mit unseren Vorfahrtsschildern, aber die Regelung des vollständigen Stopps ist auch in Amerika die gleiche. Nur hält sich niemand daran. Laut Elon und Ashok halten sich nur etwa 0,5% der amerikanischen Autofahrer daran und ein Tesla, der das immer richtig macht, wird eher als Gefahr für den Rest angesehen. Ich hoffe, das zeigt ein bisschen klarer, welche Komplexität in diesem System stecken muss. Nachdem wir jetzt etwas besser verstehen, was der Unterschied zwischen herkömmlicher Programmierung und Machine Learning ist, geht es zum Unterschied zwischen FSD V11 und V12. In V11 sind viele dieser Regeln fest programmiert. Und diese werden am Ende bei der Steuerung über die vorhandenen neuronalen Netzwerke gelegt, um das Auto zu steuern. In V12 ist dies nicht mehr der Fall. Alle Regeln und fast die komplette Steuerung wird auch von einem neuronalen Netzwerk übernommen. Und das ist so umfangreich, dass es den Ingenieuren Teslas teilweise schwerfällt, zu verstehen, was das Auto erkennt oder warum es handelt, wie es handelt. Es hat somit eine interne Sprache entwickelt, um die Welt zu verstehen, die wir aber nicht kennen. Um das zu ändern, könnte Tesla ein Large Language Model à la ChatGPT einsetzen, um als Übersetzer zu fungieren. Zumindest gibt es darüber Gerüchte, die aber aktuell noch nicht bestätigt sind. Um also diese überwältigende Fahrt von FSD V12 wertschätzen zu können, muss man zumindest oberflächlich verstehen, wie sie zustande kam. Interessant ist, je genauer jemand über diese Themen Bescheid weiß, desto mehr ist er von diesem Ergebnis überrascht. Denn einige von diesen Menschen haben das vor einigen Jahren für völlig unmöglich gehalten und werden jetzt eines Besseren belehrt. Das passt dann auch zum nächsten Kapitel. Berichterstattung zum Livestream. Damit erkläre ich mir zumindest die Zurückhaltung oder das Missverständnis der öffentlichen Medien. Wir erleben seit Jahren oder sogar Jahrzehnten, dass nicht einmal hochgebildete Wall Street Analysten mit ihren vielen Beratern und Insider-Informationen eine Firma wie Tesla wirklich verstehen können. Und das liegt zum Teil daran, dass sie ihre Zeit auf viele verschiedene Firmen aufteilen müssen, die teilweise sogar in völlig unterschiedlichen Branchen aufgestellt sind. Da ist einfach nicht genug Zeit, um ein tiefgreifendes Verständnis für die Technologie zu erhalten. Bei Tesla kommt hier noch die unglaubliche Geschwindigkeit hinzu, in der sie sich verändern. Während man eine Innovation zu verstehen versucht, kommen zwei neue hinzu. Daher bin ich so dankbar, dass es in unserer Community so viele unterschiedliche Spezialisten gibt, die uns täglich auf dem neuesten Stand halten und komplexe Themen etwas vereinfacht beibringen können. Wie ich das schon mehrfach gesagt habe, ist das der Informationsvorteil, den man sich erarbeiten kann, wenn man die nötige Zeit investiert. Bei den Medienanstalten ist dieses Problem des Halbwissens oder sogar der völligen Ahnungslosigkeit noch viel größer. Jeff Lutz arbeitet aktuell als Berater für internationale Firmen in Bezug auf Zuliefererketten und hilft mir immer wieder, mein Verständnis darüber zu erweitern. Er hat ein paar Tage nach dem Livestream mal in den amerikanischen Medien nach Artikeln darüber gesucht. Hier sein Post. Wenn Tesla ihre Preise am Freitag um $100 pro Auto gesenkt hätte, wäre das eine der Hauptmeldungen auf CNBC und Yahoo gewesen. Stattdessen fährt ein Tesla selbstständig, nur mit KI gesteuert, überwacht vom reichsten Mann der Erde und nichts steht in den Mainstream-Medien. Ich möchte ungern Boshaftigkeit oder Dummheit als Grund anführen. Denn wie ich vorher gesagt habe, werden sie wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, welchen historischen Charakter diese Fahrt hat. Für sie sah es aus wie alle anderen FSD-Videos, die es im Internet zu finden gibt. Gut, mit einem sicherheitsrelevanten Eingriff, aber ohne Crash. Diese Medien müssen auch Klicks und Einschaltquoten erreichen. Und da gibt es sicher bessere Themen. Mein lieber deutscher Kollege Markus Meienschein @TeslaMarkus1 hat einen Screenshot eines deutschen Artikels gepostet. Und man sieht bereits an der Überschrift, dass sie keine Ahnung haben. Und ich wollte natürlich auch meinen Senf dazugeben, um zumindest meinen Followern ein etwas besseres Bild zu geben. Wie man sehen kann, bin ich nicht überrascht, dass unsere Medien mal wieder negatives Framing betreiben, um mehr Klicks zu erhalten. Das ist gang und gäbe, seitdem ich mich über Tesla informiere. Zum Teil hat das sicher damit zu tun, dass Tesla keine oder nur sehr wenig Werbung schaltet und somit keine negativen Konsequenzen erwartet werden müssen. Zusätzlich sind die Konkurrenten, die Werbung im großen Umfang schalten, sicher nicht böse, wenn das aufstrebende Startup etwas Gegenwind bekommt. Ob das jetzt von ihnen initiiert wird oder sie einfach nur davon profitieren, kann ich nicht beurteilen, aber es würde mich sicher nicht wundern. Die völlige Unwissenheit der sogenannten Journalisten fällt bereits auf, weil sie die Software als Autopilot bezeichnen. Und falls du mein Video über FSD gesehen hast, wirst du wissen, dass Autopilot und Full Self Driving nicht dasselbe sind. Falls nicht, verlinke ich es dir oben rechts in der Infocard. Ganz abgesehen davon, dass auch die offizielle Version von FSD eine völlig andere ist als die von Elon gezeigte. Besonders störe ich mich an der Aussage, dass ein Crash verhindert werden musste.
Klar, es gab einen Eingriff innerhalb der 45 Minuten Fahrt. Und hätte Elon nicht eingegriffen, könnte es sein, dass es zu einem Unfall gekommen wäre. Aber genau deshalb ist diese Software ja nicht für die Allgemeinheit freigegeben. Und der Eingriff erfolgte innerhalb eines Meters. Es bestand also nie eine Gefahr eines Crashs, zumindest in meinen Augen. Es handelt sich weiterhin um eine Software, die mit einem Tempomaten verglichen werden muss. Der Fahrer ist in jeder Situation verantwortlich und jeder Richter in Amerika, der dazu einen Fall auf dem Tisch hatte, hat Tesla hier recht gegeben. Die Unfälle mit Autopilot und FSD waren immer in der Verantwortung des Fahrers, ohne Ausnahme. Jetzt habe ich mich genug darüber ausgelassen, wie grauenvoll die journalistische Leistung einiger Medien heutzutage ist. Wie im Post geschrieben, kann ich es kaum erwarten, die Nachrichtenartikel zu lesen, wenn diese Version selbstständig auf unseren Straßen fährt. Die Zukunft von FSD. Zum Abschluss möchte ich kurz darauf eingehen, wie ich die weitere Entwicklung einschätze und wann ich damit rechne, dass selbstfahrende Teslas auf unseren Straßen unterwegs sind. Natürlich ist Amerika das führende Land und wird meiner Meinung nach auch etwas früher in den Genuss kommen, diese Software zu nutzen. Ich bin skeptisch, ob es bis Ende des Jahres reichen wird, um V12 ohne einen Beta-Status auf amerikanische Straßen zu bringen. Aber mit der Fähigkeit, die wir im Livestream erleben konnten, haben die wenigsten gerechnet, mich eingeschlossen. Wenn ich mir dann die beschleunigte Entwicklung von ChatGPT und AlphaGo vor Augen führe, könnte V12 schneller kommen, als die meisten erwarten. Daher würde ich es auch nicht ausschließen, dass die letzten Monate von 2023 zusammen mit der drastisch gesteigerten Rechenpower, die neuen Nvidia H100 Cluster und Dojo beisteuern, für diese unglaubliche Leistung ausreichen. Wie gesagt, der Rest der Welt wird sicher ein paar Monate später davon profitieren. Aber wie wir im Stream lernen konnten, gibt es schon einige V12 Testwagen, die weltweit ihre Runden drehen, inklusive Europa und der Länder, in denen auf der linken Seite der Straße gefahren wird. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, dass Tesla es wagen wird, V12 ohne Einschränkungen weltweit gleichzeitig zu aktivieren. Aber Tesla und auch Elon Musk sind bekannt dafür, das Unmögliche etwas verspätet zu schaffen. Damit bin ich am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, du konntest etwas Neues lernen. Wie hat es dir gefallen? Schreib mir gerne einen Kommentar. Findest du auch, dass die Nachrichten über Tesla negativ geframed sind oder entsprechen die journalistischen Leistungen deinen Erwartungen? Was denkst du zu FSD V12? Bist du auch so mindblown wie ich? Über ein Like und Abo würde ich mich sehr freuen. Es ist für dich völlig kostenlos, aber nie umsonst. Und folge mir gern auf Twitter für noch mehr interessante News. Falls du mich direkt unterstützen möchtest, schau doch mal in meinem Merch-Store vorbei. Da sind ein paar richtig geile Designs dabei. Link in der Beschreibung. Vielleicht interessieren dich auch meine anderen Videos. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Rappi von Cyber Gigafactory.